Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Dankeschön. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Das ist gut. Ist gut. Sehr nett. Das nenne ich mal eine Stimmung hier. Das ist ja super. Deshalb ist Berlin das Venedig Paris. Paris ist es. Wir machen uns heute einen gemütlichen Abend. Sie sind hier, um ein sensationelles Kabarettprogramm zu sehen. Ich habe überlegt, aber wir machen heute kein Kabarettprogramm, weil ich sie, ja, ich gucke mir sie so an, ich denke mir, nee, heute machen wir was anderes. Wir machen heute mal einen Stuhlkreis. Was halten Sie davon? Wir machen heute mal einen Stuhlkreis, ne? Da klatscht schon einer gedacht. Wir reden heute mal über unsere Probleme. Und jeder kommt dran. Jeder kommt dran. Noch wichtiger ist mir aber, ich fange an. Folgendes. Und zwar, ich bin ja ziemlich viel auf Tour und eigentlich finde ich das toll, weil immer, wenn ich auf Tour bin, werde ich in Hotels untergebracht und ich bin sehr gerne in Hotels, weil ich habe zwei kleine Kinder und ich schlafe gerne aus. Oh, nette Menschen, nette Menschen. Auch die Mutter. Also beide. Auf jeden Fall, wenn ich dann auf Tour bin, denken Veranstalter auch gerne mal Dreisatz, sie müssten mir irgendwie was Gutes tun. Ja, sie müssten mir was Gutes tun, deshalb werde ich sehr gerne in guten Hotels untergebracht. Es gibt jetzt einen neuen Trend und zwar werde ich immer häufiger in Romantikhotels untergebracht. Alleine. Ja, also ganz alleine. Ich habe noch nie mal was Gekauftes dabei. Ne, Vertreter wissen jetzt, was ich meine. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe, denken die dann, es färbt irgendwie ab. Wissen Sie, dass ich dadurch netter werde, freundlich oder... Sie gucken mich so komisch an. Okay, wer von Ihnen war schon mal in einem Romantikhotel? Machen Sie mal Hand hoch. Wer war schon mal in einem... Boah, hier ist aber wenig Liebe im Saal. Drei, alles... Okay, dann müssen wir nochmal von ganz von vorne anfangen. Alles klar. Was ist ein Romantikhotel? Romantikhotels, die müssen sich so vorstellen, die sind immer ein bisschen plüschig, bisschen kitschig. Ja, also eigentlich wie ein Puff, nur ohne die Flecken. Und ich mag die nicht. Ich mag die nicht, weil jedes Mal stehe ich vorne an der Rezeption und dann bin ich da umzingelt von glücklichen Pärchen. Bäh. Wisst ihr, die haben alle diese rosa-rote Brille auf. Die denken, das hält. Nee, wirklich, die haben meistens so ein Last-Minute-Liebeswochenende gebucht, ne, so über Tchibo. 199 Euro, 5 Gänge, verteilt auf 4 Tage. So, und vor mir stand jetzt so ein Pärchen und ich sag mal so, sie war ein bisschen übermotiviert. Ja, sie war so ein bisschen drüber. Sie war so und ich nur hoffentlich schläft die woanders. So, und irgendwann drehte sie sich dann zu ihrem Mann, ja, oder den sie halt dahin getindert hatte. Auf jeden Fall drehte sie sich zu ihm und sagte, ich glaube, das mit uns, das hält ein Leben lang. Und ich nur ja, wenn er trinkt vielleicht. So, aber das ist nicht das Schlimmste, muss ich Ihnen sagen. Das Schlimmste ist für mich der Frühstücksraum. Der Frühstücksraum fast so groß wie hier, ab 6.30 Uhr. Alle Tische immer restlos belegt, weil sie sich an dieser Servelatwurst ins Plus fressen wollen. Das ist irre. Ne? Sie nicken schon. Den Rest vom Buffet tuppern die meistens dann auch noch weg. Das ist, sie kommen da rein, da ist ein Gemampfe und Geschmatze und überall ist Liebe. Überall, sie kommen da so Liebe, und ganz hinten, puff, paff. Das ist die Atmosphäre. So, und dann, ja, dann sind diese Romantikhotels, die sind auch nie innerstädtisch, ja, die sind jetzt hier nicht irgendwie neben die Kulturbrauerei gebaut oder so, nein, die sind immer irgendwo im Wald, weil erst im Wald sind die romantisch, ja, was weiß ich, also, weil du sie da besser vergraben kannst oder ich habe keine Ahnung. Ja, wirklich, die stehen immer irgendwo zwischen Reh und Wildschwein an eine Fichte gelehnt und du weißt nie, wie du da wegkommst, ja, und du willst ja weg, in Gottes Namen. Also, was habe ich gemacht? Ganz klar. Ich bin sofort vors Hotel getreten, ich habe mein Smartphone rausgeholt. Ich habe dann erstmal Google Maps aufgemacht, weil ich wissen wollte, wie kommst du hier weg. Also ich bin in die klassische Körperhaltung des 21. Jahrhunderts gegangen. Ich habe den Glöckner gemacht, nicht wahr? Ich buckelte so vor mich hin. So, und da kam ein Mann auf mich zu, guckte mir so ins Gesicht und sagte irgendwann, oh, Herr Puffpuff, Sie auch hier? Sind Sie auch wegen des Empfangs hier? Und ich nur, ne, ich habe auch drin 5 Balken. Verstehen Sie? Ich weiß, ja, dauert eine Weile. Ältere kriegen den oft gar nicht. Aber wir haben komplett aneinander vorbeigeredet. Ja, wirklich. Irgendwann haben wir beide hochgeguckt und gedacht, ach, guck mal, ein Depp. Und dann sind wir gegangen. Und wisst ihr was? Diese Situation, die ist so bezeichnend für unsere Gesellschaft. Wir verstehen den anderen oft gar nicht mehr. Wir kapieren den nicht.
Ne, weil er uns ja auch überhaupt nicht interessiert, oder? Jeder lebt so auf seiner kleinen Untertasse und damit ist gut. Und da habe ich mir gedacht, wissen Sie, was schön wäre? Wenn man sich mal nullen könnte. Oder wenn man sein Hirn mal ausmisten könnte, den ganzen Schrott, den man da so über Jahrzehnte angesammelt hat. Wenn man den mal ausmisten könnte, um dann wieder jungfräulich befreit raus in die Welt zu treten. Das wäre ideal. Hier so ein Smartphone hat eine tolle Taste, die heißt Zurück auf Werkseinstellung. Oder? Das Ding, das müsstest du mal hier oben für die graue oder braune Matsche, je nachdem, wo man halt herkommt, dafür müsste man das haben. Ja? Dass man sich mal nullen könnte. Dann könnten wir hier rausgehen und die Welt wieder so sehen, wie sie tatsächlich ist. Gucken Sie uns mal an, Mensch. Wir zerbröseln gerade. Wir individualisieren uns alle weg voneinander. Hier sitzen 450 Leute. Das ist eine Ausnahme, dass so viele einfach mal zusammenkommen. Wir haben ja eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Es gibt keine Volksparteien mehr. Gucken Sie sich Großbritannien an. In Großbritannien haben die jetzt schon eine Ministerin für Einsamkeit. Eine. Nichts haben die kapiert. Nichts. Und da müssen wir gegen angehen. Wir müssen was tun. Und meine Mission ist es, hier heute Abend, ich möchte uns wieder zusammenbringen. Ich möchte das Gemeinschaftsgefühl stärken. Ich möchte uns alle zusammenbringen, zurück an diesen großen Tisch. Ja, sehr gut. Ja, dass wir wieder was miteinander zu tun haben. Und deshalb miete ich mir auch sehr gerne am Wochenende eine S-Klasse und fahre damit dann durch soziale Brennpunkte. Ja, um die Schere zwischen Arm und Reich wieder so ein bisschen zusammenzubringen. Ja, dass man sich auch mal wieder sieht. Ne? Und wenn dann da ein paar Arme stehen, ja, dann mache ich mal das Fenster runter, halte meine Rolex raus und sage, guckt mal, das ist teuer. Ja? Den Dingen ein Gesicht geben. Ne? Oft schmeiße ich dann noch ein paar Pfandflaschen raus, dann haben die was zum Sammeln. Ne? Ja sicher, das menschelt doch, das menschelt. Ja, ich reg mich auch nicht mehr über Bettler in der Fußgängerzone auf, das mache ich nicht mehr. Nein, ich stelle mich einfach daneben und verlange ein bisschen weniger. Ja sicher. Warum sollen immer die betteln mit den kleinen süßen Hunden und den offenen Geschwüren am Knie? Jeder darf betteln. Ich zahle auch Steuern. Gleiches Recht für alle, verdammt nochmal. Schreiben Sie sich das jetzt auf. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, gehen Sie neue Wege. Geben Sie sich bitte nicht dieser Ohnmacht hin, von wegen, dass Sie nichts ändern können. Und bitte lassen Sie sich nicht einreden, dass Sie die Welt retten müssen. Das versucht man im Moment. Sie können die Welt nicht retten. Punkt. Fakt. Aber Sie können sie verändern. Mit Kleinigkeiten. Fordern Sie mal sich und Ihr Umfeld heraus. Gehen Sie mal in so eine Dönerbude. Ja? Gehen Sie da mal rein und dann sagen Sie, schönen guten Tag, ich hätte gern keinen Döner zum Hierlassen, aber mit ohne Schaf. Und dann gehen Sie wieder raus. Ich sage Ihnen, der wird Ihnen auch erstmal ganz verdutzt hinterher schauen. Auch den nächsten Kunden, den wird er ganz anders wahrnehmen. Ja, oder hier, gehen Sie mal zu den anonymen Alkoholikern, nehmen sich dann aber ein Namensschild und ein Sixpack mit. Ganz andere Situation, ganz anderes. Sie haben sofort 6 Freunde. Echte Freunde, nicht wie bei Facebook. Oder hier ich zum Beispiel, ja, ich gehe sehr gerne zu Thalia oder der Meierschen oder wie diese ganzen Buchhandlungen alle heißen. Dann gehe ich da hin und dann kaufe ich mir Geschenkpapier. Ja? Das trage ich dann zur Kasse und lasse es mir da dann als Geschenk verpacken. Dann habe ich noch mehr Geschenkpapier. Durchbrechen Sie das System. Oder hier, wenn das Wetter schön ist, dann kaufe ich sehr gerne den Kindern anderer Eltern ein Eis. Ja, weil dann gehen die Wespen zu denen. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Es ist Ihre Welt, in der ich auch leben muss. Und ich sage es Ihnen jetzt offen ins Gesicht, wir sind nicht schlau. Sind wir nicht. Und ich glaube, deshalb haben wir auch Haustiere. Wissen Sie, neben so einem Haustier wirkt irgendwie jeder intelligenter. Na, ich sag mir immer, einmal am Tag muss in dem irgendwas stehen, was dümmer ist als du. Ja? So, und Dresden ist mir einfach zu weit weg. Ja. Ich sag ja nur, da kommen sie ja wesentlich einfacher an so ein Zwergkaninchen. Ja, hier irgendwie aus dem Fressnapf, ja, oder aus dem Radkasten, je nachdem, wo sie hier lang gefahren sind. Wir Deutschen, wir sind die Nation mit den meisten Haustieren weltweit. Über 31 Millionen Haustiere leben in den deutschen Haushalten. Sollte uns zu denken geben. Sehr interessant, Wissenschaftler wollten jetzt herausfinden, was ist das dümmste Lebewesen der Erde? Gab es einen Forschungsauftrag? Wirklich, ja. Die wollten raus, was ist das dümmste Lebewesen der Erde? Und ich weiß, einige von Ihnen kriegen jetzt Angstschweiß, keine Sorge. Man hat herausgefunden.
Das dümmste Lebewesen der Erde ist der Strudelwurm. Wirklich wahr, der Strudelwurm ist der größte Vollpfosten von uns. Es gibt nichts Dümmeres als den Strudelwurm. Da habe ich mich gefragt, wie haben die das herausgefunden? Haben die auch mal einen Stuhlkreis gemacht? Wissen Sie, irgendwie mit einer Giraffe, Delfin, Horst Seehofer und ganz rechts außen der Strudelwurm? Ja, dann kam einer mit so einem Klemmbrett rein und sagte, so Freunde, Mathe, 1 + 1, ja, die Giraffe und der Strudelwurm. Sag du, Horst. Obergrenze. Wobei, ich meine, wenn man so einige Exemplare von uns da draußen anschaut, also, ich schätze mal, die verlieren gegen den Strudelwurm. Weshalb ich drauf komme, mir ist da etwas passiert, da habe ich den Glauben an die Menschheit verloren. Und zwar, das ist mir auf einer öffentlichen Toilette passiert. Kurz zur Erklärung, ich bin sehr großer Fan von öffentlichen Toiletten. Also ist nichts Perverses, ist eher so eine Art Hobby. Wobei, dann ist es was Perverses, ist egal. Also, na, was mir bei meiner Recherche aufgefallen ist, das fand ich sehr, sehr interessant, und zwar, mit einer der größten technischen Revolutionen hat auf öffentlichen Toiletten stattgefunden. Das war, vergessen Sie, Internet, Mobiltelefonie, selbstfahrende Autos. Nee, Handtrocknung. Im Bereich der Handtrocknung. Innerhalb von 30, hier, vor 30 Jahren war es durchaus noch üblich, dass auch ein Handtuch auf einer öffentlichen Toilette hing. Stellen Sie sich mal ein Bahnhofsklo mit einem Handtuch vor. Da willst du auch nicht drüber lecken, sag ich mal. Ja, also, das dauert ja 2 Sekunden, dass das Ding ein Harntuch, wenn man mal ehrlich ist. So, aber dann setzt ein technischer Fortschritt ein bis heute. Ich finde den atemberaubend. Wir gehen es mal zusammen durch. Die Evolution der Handtrocknung. Können Sie sich noch daran erinnern? Was war damals nach dem Handtuch der erste Entwicklungsschritt? Die erste Neuheit. Rufen Sie es einfach mal rein. Was war das erste neue heiße Ding? Papiertuch noch nicht. Da kam noch was dazwischen. Das Handtuch auf der Rolle. Sehr genau. Können Sie sich erinnern? Dieses Endlos-Handtuch. Das sah so ein bisschen aus wie Großvaters Doppelripp-Unterhose. Nur in ganz, ganz lang. Das waren diese Automaten, da konnten sie sich immer so 10 cm rausziehen. Dann kam ein Verriegelungsmechanismus und sie mussten 1,5 Wochen warten, bis sie die nächsten 10 cm rausziehen durften. Egal, wann ich auf der Toilette war, das Ding war meistens komplett abgerollt, hulle dreckig und baumelte in der Pissrinne. Super, da war es wieder, das Handtuch. So, und danach kamen erst die Papierhandtücher. Wissen Sie, diese grauen, ja, dieses 800er Schmögelpapier. Ja, damit haben sie ja die Hände nicht getrocknet. Nein, sie haben die oberen Hautpartien abpoliert. So funktioniert die. Und bei den Dingern habe ich mich immer gefragt, welche Servicekraft hat eigentlich jemals mit diesem Rekordversuch angefangen, möglichst viele von diesen Blättchen in diese Metallbox zu pfropfen? Haben Sie es jemals geschafft, nur ein einzelnes Blatt am Stück aus dieser Box zu kriegen? Mit feuchten Fingern. Haben Sie es mal geschafft, mit feuchten Fingern ein Blatt da? Ich hab's nie geschafft. Nie habe ich es geschafft. Ich habe entweder Konfetti gemacht oder ich hatte den kompletten Packen in der Hand. Ja? Ich hatte auch mal die Metallbox am Kachel an der Stirn. Aber ich habe es nie geschafft. Entschuldigung. Sorry. Was kam danach? Der Föhn, genau, das Gebläse. Das waren diese Geräte, die hatten so einen roten oder so einen verchromten Plastikknopf. Und die hatten auch einen riesen Fehler. Sie haben auf den Knopf gedrückt, das Gerät ging an. Sie nahmen die Finger weg, das Gerät ging aus. Ja, das war so. Das führte dazu, dass manche Männer mit der Stirn an diesem Knopf klebten. Und eins sage ich Ihnen, ja, 180 Grad auf die Fontanelle. Ja, das führt jetzt nicht dazu, dass sie Ranga Yogeshwar werden. Das muss einem schon klar sein. So, aber das ist alles vergessen. Das ist alles vorbei. Die Zukunft ist da. Ich glaube, selbst Captain Kirk würde von Neid erblassen. Was haben wir jetzt? Den Dyson Airblade 2000. Ja, das sind diese grauen oder weißen Geräte, die an die Wand gekachelt sind. Sie stecken ihre Hände da rein, der Messerscharfer Luftstrom hackt ihre Hände ab, die fallen runter rein in eine Rinne, Mini-Zwerge rubbeln die trocken und nähen die an ihre Stümpfe wieder dran. Das ist der Dyson Airblade 2000. Ja. Sehr gut, ja. Ich verstehe Ihre Begeisterung. Es ist ein tolles Gerät, es ist da, es funktioniert, es macht Spaß.
Aber jetzt kommen wir ins Spiel. Wir der Mensch. Wir als User. So, und ich habe dieses Jahr Kneipenkarneval gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das hier kennen. Das bedeutet bei uns, man zieht von Kneipe zu Kneipe in der Hoffnung, noch voller zu werden, als es der Organismus überhaupt zulässt. So, und irgendwann musste ich mal zur Toilette. Ich bin also auf so eine Toilette und auf der Toilette, da hing so ein Dyson. Ja, und vor dem Dyson stand ein Mann. Mit heruntergelassener Hose. Inmitten eines gelben Urinsprühnebels. Und irgendwann drehte er sich zu mir um und sagte, Mann, du für ein Pissoir ist das aber windig. Wir sind nicht schlau. Das müssen wir uns eingestehen, wir sind nicht schlau. Und deshalb, es wäre so schön, wenn man sich mal nullen könnte, oder? Sich nullen, dann könnten wir das da draußen wieder so sehen, wie es tatsächlich ist. Ich meine, viele Menschen haben ja Angst vor dem Digitalismus. Ne? Viele Menschen haben Angst vor dieser Digitalisierung, dass irgendwie der Mensch demnächst durch irgendwelche Maschinen ersetzt wird, dass vielleicht sogar Maschinen die Weltherrschaft an sich reißen werden. Ganz ehrlich, ich denke da häufig, hoffentlich. Nee, guck mal, wenn ich mir Donald Trump oder Kim Jong-un anschaue, dann denke ich mir mal, komm, gib mal so einem Staubsauger die Chance. Ja? Lass einfach mal so für eine Woche so ein Vorwerk regieren. Viel schlimmer kann der auch nicht sein. Ja, oder? Der drückt auch nicht so schnell den roten Knopf. Wirklich wahr, ich möchte mich jetzt hier outen. Ich bin ein Riesentechnikfreund. Ich freue mich über jede technische Neuheit, die da draußen auf den Markt kommt. Ich freue mich jedes Jahr wie ein kleines Kind auf diese Technikmessen. Wir sehen hier zum Beispiel die CES, die war wieder im Januar. So eine Technikmesse, die findet in Las Vegas statt, in den USA. Das ist im Grunde genommen sowas wie die CeBIT, nur in geil. Ja, wirklich, weil die haben die coolen Produkte. Ja? Die haben die Produkte, die ich bisher nicht kannte. Ja, aber seitdem ich die gesehen habe, will ich sie alle haben. Weil das ist irre, was die da erfinden. Muss ich Ihnen erzählen. Und zwar, die haben einen Trolley entwickelt. Sie kennen das, ne? So ein Rollköfferchen zum Hinterherziehen. Die haben einen Trolley entwickelt. Den müssen sie nicht mehr selber hinter sich herziehen. Nein, der fährt ihnen automatisch hinterher. Wirklich, der Koffer hat in seinen Rädchen kleine Motoren. Sie kriegen ein GPS-Modul und dann fährt ihnen der Koffer automatisch hinterher. Ja, also ist quasi ein Dackel, der nicht kackt, aber mit Unterhose drin. Ne, und das ist ja ideal, oder? Da sagen, komm, und der Roller. Ne? Oder auch sehr schön, die haben eine Socke entwickelt, die ihnen Bescheid gibt, wenn sie am Fuß bluten sollten. Echt? Die Socke ist per Bluetooth mit ihrem Handy gekoppelt. Und sollten sie am Fuß bluten, ruft sie ihr Telefon an und sagt, hör mal, du blutest am Fuß. Ja, wer kennt's nicht? Man sitzt im Meeting, denkt sich, irgendwann, ich doch, ja. Auf einmal klingelt das Telefon und sie sehen, ach, hol mal, ich blute am Fuß. Ne? Dann können sie sagen, warte mal kurz, oh ja, sieht schlimm aus. Erfinden die, weil wir es brauchen. Gut, es gibt auch ein paar Sachen, die sind wirklich nicht so schlecht. Und zwar haben sie auch vorgestellt, eine Neuheit, die haben einen Gürtel entwickelt, ja, der sich automatisch dem Bauchumfang anpasst. Ja, das auch, Sie kennen es vielleicht. Sonntags beim All You Can Eat Chinesen, ne, so ab der dritten Schale Reis, denkt man ja gerne mal, boah, ich kann nicht mehr. Da sagt der Gürtel, doch. Und dann haben sie wieder ein bisschen Platz. Das ist so nett. Auch sehr schön, das ist aber jetzt mehr so für die Schnarcher hier im Saal interessant. Was ich nicht wusste, sollten sie Schnarcher sein, dann müssten sie ihren Kopf nur höher betten. Dann hört man wohl auf zu schnarchen. So, und die haben jetzt eine Matratze entwickelt, die je nach Schnarchlautstärke das Kopfteil immer höher fährt. Ja, also sollten sie Hardcore-Schnarcher sein, stehen sie nachts dann irgendwann vorm Bett. Und das Tolle ist, sollten sie zu den Pärchen gehören, die keine getrennte Matratze haben, ja, heißt das, ihr Partner steht neben ihnen. Das ist doch schön. Ja, dann macht man auch mal wieder was zusammen. Ne? Das ist doch wunderbar. Wobei, ich muss zugeben, es gibt auch so ein paar Produkte, die ich nicht so ganz verstehe. Was sie auch unter anderem vorgestellt haben, waren führerlose Fahrräder. Also wirklich Fahrräder, die auch ohne uns fahren. So, und da habe ich mich gefragt, sag mal, wofür brauche ich die denn? Also was für eine Radtour ist das? Also stehen sie dann vorm Haus, dann machst du Ring, Ring. Ach, guck mal, mein Fahrrad. Ja, stör mich nicht, du, ich mache gerade Sport. Und bei einer Sache bin ich komplett ausgestiegen, die nennt sich TikTok. TikTok ist folgendes. Super. Wir haben ja alle unsere Smartphones immer dabei. Ne? Sie wissen, das sind die Geräte, die häufig schlauer sind als ihre Nutzer. In Zukunft haben wir alle Smartwatches. Das sind die schlauen Uhren. Und mit diesen Uhren werden wir dann auch telefonieren. So. Dank TikTok benötigen Sie dann für so ein Telefonat nicht mehr ein Headset,
Wisst ihr, so ein Bluetooth-Knochen oder irgendwelche Kopfhörer, die vernuddeln? Nein, TikTok nutzt ihren Körper als Resonanzraum. Wenn Sie dann telefonieren möchten und Sie wollen das Gespräch hören, müssen Sie nichts anderes tun, als sich einen Finger ins Ohr zu stecken und dann hören Sie das Telefonat. Also wir werden in Zukunft so telefonieren. Ne? Und das ist ja auch ideal für eine Telefonkonferenz, ne? Weil dann kannst du sagen, pass auf, ist für dich. Achso, du auch, warte. So, und ich garantiere Ihnen, irgendwo da draußen wird ein Vollidiot stehen, der sagt, ich höre nichts. Hallo? Hallo? Ich hol mir mal an. Och, Austern. Das ist die Zukunft. Das ist die. Und alle Geräte, die neu auf den Markt kommen, sind ja Multifunktionstools. Ne? Die können immer mehrere Sachen. Bei unserem Handy haben wir uns dran gewöhnt, unser Handy ist ein Fotoapparat. Oder unser Fotoapparat ist ein Telefon, man weiß es nicht genau. Aber auch bei anderen Geräten, zum Beispiel meine Kaffeemaschine. Meine Kaffeemaschine kann auch Kakao. Soll sie nicht, kann sie aber. Ja, oder hier, ich habe auch so ein E-Book, wissen Sie, so ein elektronisches Buch. Das Buch ist gleichzeitig ein Radio. Hör mal, das Gedudel nervt beim Lesen, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Oder unsere Autos, schauen Sie mal unsere Autos an. Was Autos schon jetzt alles können, das sind ja fahrende Rechenzentren. Ja, mit denen können Sie irgendwie Netflix gucken, Spiegel Online lesen, WhatsApp-Gruppen gründen. Und fahren werden die in Zukunft alleine, also auch ohne Sie. Ja, das heißt, Sie kommen dann runter an den Frühstückstisch und dann sagen Sie erstmal, sag mal, wo ist eigentlich das Auto? Ja, da heißt es, ja, das ist schon auf dem Weg zur Arbeit. Ja, das heißt, Sie setzen sich hier in Bus, Taxi oder in eine Straßenbahn und fahren Ihrem Auto hinterher. Ich sage Ihnen, irgendwann in der Zukunft wird es zu der Situation kommen, da stehen Sie mit dem Bus an der Ampel, gucken raus und sehen Ihr Auto. Ohne Sie. Dann können Sie noch sagen, ach, guck mal hier, der Audi, das bin ich. Also sonst halt. Ring, ring. Ach, guck mal, das ist auch mein Fahrrad. Das ist die Zukunft. Alles Multifunktionsgerät. Selbst Ihre elektrische Zahnbürste. Ihre elektrische Zahnbürste ist auch ein Multifunktionsgerät. Und zwar, Sie können bei Amazon einen Aufsatz bestellen. Dieser Aufsatz kostet mittlerweile nur noch 1,75 Euro. Der Aufsatz macht aus Ihrer elektrischen Zahnbürste ein Dildo. Also mein erster Gedanke war, das schäumt doch. Und ich weiß, einige von Ihnen denken jetzt gerade wieder, sag mal, in welche Richtung geht dieser Abend denn jetzt hier, bitteschön? Was interessant ist, statistisch gesehen denkt gerade jede dritte Frau, oh. Oh. Klar, da bekommt auch so ein Markenname wie Oral-B durchaus wieder seine Berechtigung. Ja? Das ist, also, für die, super. Vor kurzem hatte ich einen Auftritt. Und zwar, da saß in der ersten Reihe saß ein älteres Pärchen. Ich habe nachgefragt. Sie waren 89 und ihr Partner 91. Ja? So, und sie giggelte so vor sich hin. Sie schmiss sich weg vor Lachen. Irgendwann habe ich gesagt, und, haben Sie auch eine elektrische Zahnbürste? Dann meinte sie, noch nicht. Alles dreht sich nur noch um Sex. Die Welt ist eine Scheide. Das ist der Status quo. Na gut, die bauen schon an Puppen. Die sehen so aus wie wir. Real Dolls heißen die. Mit einer der größten Hersteller sitzt in Holland. Und die Dinger sind erschreckend, diese Puppen. Die werden mit Batterien auf Körpertemperatur gebracht. Die schlucken, die vibrieren, die sagen sogar, ich liebe dich. Die Zukunft sieht so aus. Sie können sich Ihre Traumfrau downloaden. Der 3D-Drucker druckt die dann aus. Sie stecken das auf Ihre Zahnbürste und fertig ist der Traumpartner. Ich sage Ihnen, das Ding können Sie dann auch irgendwann mal heiraten. Ja? Dann stehen Sie vor dem Altar, da heißt es, und willst du? Sie sagen, ja, ich will, und willst du? Und sie macht brrrr. Und das war's. Und das war's. Und wieder individualisieren wir uns weg voneinander. Irgendwann brauchen wir uns untereinander dann gar nicht mehr. Dieses Prinzip Mann, Frau, das ist dann durch. Ehe, ist Ehe noch das Richtige für unsere Gesellschaft? Ist Ehe noch das Richtige für unsere polyamoröse Gesellschaft voll sequenzieller Monogamie? Ich weiß, nochmal kriege ich den Satz auch nicht hin. Aber was ist denn Ehe? Ehe ist mittlerweile nichts anderes als ein Steuermodell, oder? Die meisten Ehen werden im November und im Dezember geschlossen. Warum? Weil das Wetter da so schön ist? Ich glaube, eine Ehe ist durch. Also ganz easy. Wer von Ihnen ist denn verheiratet? Sie gucken so komisch. Machen Sie mal Hand doch. Wer von Ihnen ist verheiratet? Boah, da sind Sie aber jetzt optimistisch.
Ich meine, Sie wissen schon, ne? Jede zweite Ehe wird in Deutschland geschieden. Statistisch gesehen wird jede zweite Ehe geschieden. Ja, wir können jetzt einfach mal durchgehen. Pass auf, was machen wir hier? 1, 2, schade. Na komm, würden Sie sich ein Auto kaufen, bei dem Sie wüssten, jedes zweite explodiert? Ich kann Sie nicht hören. Klar, früher hat eine Ehe funktioniert. Früher, sagen wir mal, im Mittelalter. Ja? Im Mittelalter hat eine Ehe sehr, wenn Sie damit 28 geheiratet haben. Ja? Durchschnittlich wurden die damals 34. 6 Jahre, das schaffst du. Ja, cool, von den 6 Jahren waren die 4 Jahre auf Kreuzzüge, dann kamen die nach Hause, haben ein Jahr erzählt, dann fingen die an zu trinken, dann war es vorbei. Das geht. Kann man machen. So, jetzt stellen Sie mal vor, Sie heiraten heute aus Versehen mit 20. Durchschnittlich werden wir im Moment 80. Das sind 60 Jahre Ehe. 60. Hör mal, das ist lang. Ja, das hat selbst die DDR nicht geschafft. Ich glaube, wir sind da nicht mehr für gemacht. Der Erwartungsdruck ist zu hoch. Sie glauben mir immer noch nicht, ne? Okay, noch eine kleine Statistik. 70% der Menschen in Deutschland und dadurch auch ungefähr 70% der Menschen hier drin, also von Ihnen, gehen fremd oder sind schon mal fremd gegangen? Komische Stimmung im Saal, finden Sie nicht auch? Okay. Okay, dann überzeugen Sie mich. Dann überzeugen Sie mich, dann ziehen Sie mich auf Ihre Seite. Dann rufen Sie jetzt bitte mal rein, was ist für Sie ein romantischer Abend? Rufen Sie das rein, was ist für Sie ein romantischer Abend? Kommen Sie, was ist ein romantischer Abend? Einer ohne Kinder. Ein Abend ohne Kinder, na also. Auf der Couch kuscheln. Auf der Couch kuscheln, jetzt werden wir warm. Könnte man auch einen Kerl was reinrufen? Wissen Sie, was die meisten Männer reinrufen? Netflix oder Tatort. Wirklich wahr. Und ich sage Ihnen, ich glaube, das ist mittlerweile ein klassischer romantischer Abend in Deutschland. Sonntagsabends setzen wir uns auf unser Sofa, jeder sucht die Mulde, die er da über Jahrzehnte reingefurzt hat. Ja, wir holen uns das Knabbergebäck unserer Wahl, da machen wir die ARD an, fressen uns 90 Minuten lang irgendeinen Mörder entgegen, den wir seit der ersten Sekunde kennen. Danach seppen wir noch 1,5 Stunden durch die Programme, um wieder runterzukommen. Irgendwann sagen wir Anne Will und Anna Burka gute Nacht. Dann gehen wir ins Bett, jeder dreht dem anderen den Rücken zu und wir träumen vom Fernsehprogramm des nächsten Abends. Das ist ein klassischer romantischer Abend in Deutschland. Wow. Manchmal denke ich wirklich, du, vielleicht ist Gewalt doch eine Lösung. Donald Trump hat was sehr, sehr Gutes gesagt. Und zwar, die hatten doch vor kurzem da in Florida, da hatten sie so einen kleinen Holperer in ihrem Schulsystem. Ja, ist doch weit genug weg. Kann man Witze drüber machen. Also, nach dem Amoklauf, da hat ja Donald Trump direkt gesagt, er ist für die Bewaffnung von Lehrern. Und ich finde, er hat recht. Er hat recht. Stellen Sie mal so einen schwer bewaffneten Lehrer vor. Ja, wenn der da vorne steht und sagt, so Freunde, Hefte raus, was meinen Sie, wie die reagieren? Hör mal, die sind mit dem Diktat fertig, bevor der das erste Wort gesprochen hat. Dann haben die Kinder auch mal wieder Respekt vor der Lehrkraft. Aber ich würde sogar weitergehen. Ich würde auch die Schüler bewaffnen. Ich würde alle Schüler bewaffnen. Ja, weil dann würde sich der Lehrer auch mal wieder anstrengen. Oder wenn der Schüler aus der letzten Reihe die Pumpgun durchlädt, du, dann wird der da vorne auch mal wieder kreativ. Macht was mit Fingerfarbe, Knete, mit so einer Sockenpuppe, was weiß ich. Ich glaube, wir alle, stellen Sie mal vor, Sie hätten alle eine Pistole und ich ein Gewehr. Hier wäre eine ganz andere Stimmung im Saal. Sie würden mir ganz anders zuhören. Ich würde auch anders Witze machen, weil ich wüsste, du, wenn die nicht gut sind, dann schalten Sie mich aus. Oder wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir sind ja Deutsche. Wir neigen dazu, Dinge zu verbessern. Wissen wir was? Wir werden einfach alle Selbstmordattentäter. Was halten Sie davon? Stellen Sie mal vor, Sie hätten alle einen Sprengstoffgürtel. Da hätten wir ja sogar eine Bombenstimmung im Saal. Und das Beste wäre dann, Sie müssten auch keine Angst mehr vor Selbstmordattentätern haben. Weil Sie wüssten ja, jeder ist einer. Verstehen Sie? Sie wären ja quasi alle Kollegen. Ne? Und wenn einer auf Sie zugerannt käme, nach dem Motto, ah, ich spreng mich, könnten Sie sagen, erster, pum. Ich habe mich damit mal auseinandergesetzt, so berufswahltechnisch. Wie wird man eigentlich Terrorist? Sag mal, wie lässt du dich denn da ausbilden? Wie sieht denn bitte die zweite Schulstunde aus? Naja, komm, ein Jahresgespräch oder eine Feedbackrunde ist ja eher nicht die Regel. Ja? Also, es kommt ja nicht einer vom Job zurück und sagt, hier, halt mal mein Knie, ich schreibe euch 3 Verbesserungsvorschläge an die Wand. Du kannst es ja schlecht üben. Ja, oder haben die ein Übungsgelände? So ein Bolzplatz.
Ne, so eine Wiese mit ein paar Löchern, für die, die es schon konnten. Was ich mich gefragt habe, wie kommst du eigentlich darauf, dich selbst zu sprengen? Wie kannst du im Sprengen deiner selbst eine Verbesserung deiner Grundsituation sehen? Das kapiere ich nicht. Klar, Sie mögen jetzt vielleicht denken, Moment, Herr Puffbaff, das ist platt. Ne, weil die sind ja indoktriniert, die haben ja eine Gehirnwäsche hinter sich. Und das stimmt, das stimmt. Dem wird ja gesagt, pass auf, ja, wenn du dich für die Sache sprengst, dann bist du ein Held. Dann bist du ein Märtyrer. Das, was du machst, das wollen wir alle machen. Hm? Aber mach erst mal du. Naja, wieso? Der kommt ja auch hoch in den Himmel. Ne? Der kommt ja ins Paradies. Das ist ewig wie eine Party hier. Reichtümer, Frauen, Alkohol, was immer du willst. Das, was du machst, das wollen wir alle machen. Aber da würde ich doch als halbwegs aufgeklärtes Kerlchen sagen, pass mal auf. Also wenn ihr das wirklich alle machen wollt, dass das höchste aller Ziele ist, warum hast du dich dann noch nicht gesprengt? Ein guter Mathelehrer rechnet doch auch vor. Aber selbst den Zweifel haben die nicht. Wie desillusioniert muss man sein? Und mal ganz ehrlich, glauben Sie wirklich, das liegt alles an einer Religion? Glauben Sie, das liegt am Islam? Glauben Sie, es gibt sowas wie das böse Buch, den Koran? Also wenn Sie das Ding aufschlagen, drei Seiten lesen, haben Sie das Gefühl, ich muss mich anzünden. Puh, oder was? Oh, das geht aber auf die Stimmung hier. Entschuldigung, da ist auch, ist ein Spaß haben, sorry. Ja, haben Sie gemerkt, oder? Das war ja wirklich hier so. Na, ich meine, wir hatten uns halt drauf, wir hatten uns ja drauf geeinigt, wir sind die Intellektuellen, deshalb dachte ich, wir... Okay. Ja, kommen Sie, können wir nicht hier in diesem kleinen Zirkel der Erleuchtung, können wir nicht einfach mal ganz kurz offen miteinander quatschen? Können wir einmal ganz kurz offen und ehrlich über die Situation draußen in Deutschland miteinander reden? Sind Sie dabei? Und bitte, und jetzt hier, für das Gespräch jetzt, bitte, ganz wichtig, gehen Sie jetzt mal jungfräulich in das Gespräch, ja? Seien Sie unvoreingenommen, okay? Alles klar? Also, man wird ja wohl noch mal sagen dürfen, Sie sollen jungfräulich in das Gespräch gehen, kommen Sie. Nee, so macht mir das auch keinen Spaß. Nochmal. Also, man wird ja wohl noch mal sagen dürfen, es gibt nun mal Menschen aus Ländern. Und das sind Ausländer. Jetzt ist es raus. Es gibt Ausländer. Kann man das sagen? Ja, also, kann man sagen, es gibt Ausländer. Klar, dann gibt es auch noch Arbeitslose. Und Terroristen, okay? Die drei Gruppen gibt es im Grunde genommen. Ich weiß, häufig in einer Person. Muss man auch. Naja, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja, früher waren das alles Terroristen. Da waren die in ihren Terrorcamps, ja, da hatten die einen Sprengstoffgürtel und eine Ideologie. Das ist sowas wie eine Meinung, das kennen die meisten Deutschen nicht. Und dann wurde denen gesagt, pass auf, geh nach Deutschland und spreng dich da. Ja, genau, so üben die. Ja, also geh nach Deutschland und spreng dich da. Und ich glaube, dann kamen die hier an, dann haben die sich hier umgesehen und gedacht, oh, hier ist aber schön. Und dann wollten die sich nicht mehr sprengen. Ich glaube, dann sind die an der Bäckerei vorbeigegangen, ja, haben da in die Auslage geguckt. Ne? Da lagen Amerikaner. Nee, frischer Bienenstich. Da war ein Stück frischer Bienenstich. Ja, das kannte er nicht. Da dachte er, Mensch, das sieht ja lecker aus. Da hat er sich das Stück gekauft, da reingebissen und gemerkt, oh, hier ist aber lecker. Also hat er gedacht, oh, hier ist aber schön und hier ist aber lecker. Und dann wollte er sich nicht mehr sprengen. Und ich glaube, da hat er seinen Sprengstoffgürtel ausgezogen, wurde dadurch ja quasi arbeitslos und war dann nur noch Ausländer. Wir können also sagen, alle Ausländer sind in Wirklichkeit arbeitslose Terroristen. So, jetzt ist auch mal raus. Zack. Fühlt sich doch direkt viel besser an. Also, und von denen wissen wir, gibt es gerade in Bezug auf Deutschland an manchen Orten im Bereich viele mehr. Nein, wir haben gesicherte Zahlen. Dresden beispielsweise. In Dresden haben sie einen Ausländeranteil von 3,4%. 3,4. Können Sie sich vorstellen, wie es da aussieht? Können Sie sich ein Bild davon machen, wie es da aussieht? Nein, können Sie nicht. Sie kommen da hier überhaupt nicht mehr hin. Meter hoch liegen doch schon vorher diese Ausländer. Ich sage Ihnen, wenn Sie in Dresden wohnen, kriegen Sie morgens teilweise die Tür nicht auf, weil überall da diese Ausländer liegen. Sie wissen auch überhaupt nicht mehr, wo Sie da hintreten sollen. Was Sie in Kanada an Schnee haben, haben die in Dresden an Ausländern. Das muss man auch mal sagen. Wenn Sie mit dem Auto die Ausfahrt raus wollen, müssen Sie morgens doch erstmal stundenlang Ausländer schippen, sonst kommt er überhaupt nicht mehr durch. In Dresden machen Sie kein Seepferdchen. Nein, da machen Sie Ausländerpferdchen. Das ist die Realität. Und alle Ausländer schlagen ihre Frau. Immer, die ganze Zeit. Das Geklatsche nervt da draußen. Man kann sein eigenes Wort auch kaum verstehen. Naja, sicher, kommen Sie, deshalb tragen die doch auch alle Burka, damit man die blauen Flecken nicht so sieht. Deshalb haben die auch mehrere Frauen, damit die unterschiedlich schnell abpeilen, damit die immer was zum Verwemsen haben, da muss man mal drüber reden.
Und alle Ausländer klauen. Alle, meistens sind das diese rumänischen Kinderbanden. Haben Sie die schon mal gesehen? Die Kinderbanden aus Rumänien mit dem Dreck im Gesicht. Die klauen alle. Immer. Nur die ganz. Und das weiß ich genau. Das habe ich aus gesicherter Quelle. Und zwar dem Neffen meiner Schwester. Ja? Also meinem Sohn. Dem haben sie. Ruhig. Dem haben sie in der Schule das Handy geklaut. Zwei Leute haben dem das Handy geklaut. Einfach so. Ja. Gut, es waren Deutsche. Da hat er Glück gehabt. Aber sonst sind das immer diese rumänischen Kinderbanden. Immer. Nur. Und die fressen auch Pferde. Hab ich gelesen. Rumänen fressen Pferde. Komplett. Da können sie froh sein, wenn die vorher den Reiter runternehmen, Mann. Sie erkennen einen Rumänen da dran, der hat immer ein bisschen Pferd im Mundwinkel. Achten Sie mal darauf. Wenn Sie einen Rumänen sehen, kannst du sagen, du hast hier noch Huf. Hier bei Peter Maffay, das war keine Warze, das war Pferd, das muss man mal sagen. Alle Ausländer fressen Pferde oder Bienenstich, wohnen in Dresden, schlagen ihre Frau, klauen Handys, sind Terroristen und arbeitslos und Frauen. Bei mir im Dorf, halt, hör sie auf zu klatschen. Bei mir im Dorf gibt es einen Supermarkt, sehr guter Supermarkt, die haben leckeres Gemüse, die haben auch eine Zucchini, die nicht tötet, da gehe ich gerne mal einkaufen. Neulich hatte ich Bock auf Zucchini, ich gehe zu dem Supermarkt, da stand vor dem Supermarkt ein Türke. Ich kam da an, was sagte der zu mir? Was? Guten Tag! Guten Tag, einfach so. Und ich nur, was beschimpft der hier die Leute? Bei Lidl, Aldi oder Obi, da sagt doch auch keiner guten Tag. Was nimmt der sich hier raus? Warum ist hier nicht drin arbeiten, die faule Sau? Ja, aber das macht er nicht, da ist sich der feine Herr nämlich zu schade für. Das ist nämlich sein Supermarkt. Ja, der arbeitet nicht, der lässt der andere für sich arbeiten. Und das weiß ich genau, weil unsere Nachbarn, die waren arbeitslos. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat die angestellt. Der hat die angestellt, weil es so gut läuft. Der muss den zweiten Supermarkt eröffnen. Und wissen Sie, was er tut? Der zahlt gut. Der zahlt gut? Wer zahlt die denn? Wenn ich da hingehe und Zucchini kaufe, gebe ich ihm doch Geld. Was macht der? Der nimmt einen Teil des Geldes, gibt das denen, damit die für den arbeiten, damit er nicht arbeiten muss, um dann draußen vor der Tür zu stehen, die Leute zu beschimpfen. So sieht das doch aus. Überall draußen sind diese deutsch-türkisch-rumänisch-fressenden Dresdner Ausländer-Terroristen, Handy, Burka, Bienenstich. Bei mir am Stammtisch. Okay, mittlerweile sitze ich da alleine. Aber trotzdem, ruhig jetzt! Bei mir am Stammtisch war früher eine tolle Atmosphäre. Es war fröhlich, es war völkisch. Jetzt ist da keiner mehr. Hinten im Festsaal, Tag zeitgleich, der deutsch-türkische Kulturverein. Und da sind alle. Da sind sogar Deutsche. So weit ist es gekommen. Jetzt nimmt uns der Ausländer auch schon die Deutschen weg. Neulich kam der Supermarkttürke zu mir an den Tisch, ja, und fragte, ob ich nicht noch mit hinten rein wolle. Sie hätten frischen Bienenstich. Da habe ich gesagt, ich friss kein Pferd. Ich sage Ihnen eins. Ich sage Ihnen eins. Wenn wir nicht aufpassen, fangen die noch an, Politik zu machen. Einige von denen machen das schon. Wir sind hier ganz knapp, sind wir an Chemie Mausi vorbeigeschrappt. Ja, kommen Sie, nachher machen die das gut. Weil sich mit unseren Werten, unseren Idealen, weil sich mit denen identifizieren. Nachher machen die das gut. Dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann einer von denen mal die Karriereleiter nach oben fällt. Und nachher machen die das gut. Das heißt, irgendeiner wird von denen dann vielleicht mal Kanzlerin oder Kanzlerin. Und nachher machen die das gut. Gute Politik. Wollen Sie das? Na kommen Sie, wenn ich mir das im Moment da draußen angucke, anscheinend ja eher nicht. Sie wissen auch gar nicht, ob man klatschen oder grüßen soll, ne? Na kommen Sie, wissen Sie was? Bei all der Hysterie da draußen, dieser Angstmacherei, probieren Sie mal was aus. Es gibt keine Ausländer. Es gibt nur Arschlöcher und Nicht-Arschlöcher. Das ist die einzige goldene Wahrheit, die Sie da draußen bei jedem Menschen anwenden sollten. Arschlöcher, Nicht-Arschlöcher. Fertig. Und wisst ihr was? Ist das eben? Die gibt es in jeder Farbe. Die kommen von überall her. Die sind aber auch teilweise innerhalb der Familie. Arschloch, Nicht-Arschloch. Fertig. Und mir geht es dabei nicht um eine Schwarz-Weiß-Malerei. Nein, bitte, machen Sie sich nicht so einfach. Mir geht es um die Chance. Mir geht es erstmal um die Chance, die jeder Mensch da draußen erhält. Und wenn einer Mist baut, dafür haben wir das Strafgesetzbuch. Anwenden, Dankeschön, fertig. Aber bis dahin hat jeder Mensch die gleiche Chance verdient. Ganz ehrlich, würden Sie gerne nochmal in dieser Gesellschaft Kind sein? Wir nehmen die Kinder nicht wirklich ernst. Im Gegenteil, wir verarschen sie sogar noch.
Wissen Sie, wie man schreiben lernt in der Grundschule? Ging jetzt gerade wieder durch die Presse. Wie lernt man schreiben heutzutage? Nach Gehör. Sie können schreiben, wie Sie wollen. Das soll Ihnen die Angst vorm Schreiben nehmen. Also vorne steht der Lehrer und sagt, schreib bitte mal das Wort Hemd. Ja, da können Sie rein theoretisch schreiben, H-A-Y-G-X 5. Ja, und wenn der Lehrer ankommt, sagen Sie einfach, ich höre das so. Das ist 2 Jahre richtig. Nach 2 Jahren kommt derselbe Lehrer und sagt, so, ab heute ist das falsch. Und dann sagen Sie, ja, aber wieso? Weil es so ist. Ja, und was habe ich die letzten 2 Jahre gemacht? Das frage ich mich auch. Ja, aber warum fange ich dann nicht erst heute an? Halt die Fresse, schreib's richtig. Kein Wunder, dass Sie einander klatschen. Und seit Jahrzehnten wissen wir, eine schulische Anfangszeit von 8 Uhr und früher ist Schwachsinn. Wir wissen das. Es gibt wissenschaftliche Abhandlungen, Expertisen, die besagen alle dasselbe. 9 Uhr würde schon ausreichen. Höhere Leistungsbereitschaft, höhere Motivation, Spaß beim Lernen. Was machen wir? Wir halten krampfhaft an 8 Uhr fest. Warum? Weil es immer so war. Und arbeitgeberfreundlich ist. Stattdessen haben wir dann jetzt einfach mal bundesweit experimentell G8 eingeführt. Warum? Auch wir brauchen mal was Neues. Und weil wir Geld sparen können. Auf einmal ging der Schulalltag nicht bis 12, 13, 14 Uhr. Nein, jetzt ging er dann bis 15, 16, 17 Uhr. Die Kinder haben teilweise keine Zeit mehr, um Hausaufgaben zu machen. Mein Neffe ist 14. Der hat 2-mal in der Woche bis 16.30 Uhr Schule. Bis 16, hör mal, da ist der Beamte von der Stadt seit einer halben Stunde zu Hause. Verein stirbt der Nachwuchs weg, ja, weil die Kinder keine Zeit mehr haben, um irgendwelche Sportarten auszuüben. Dafür haben wir 13-Jährige mit einem Magengeschwür. Wofür? Hör mal, wir werden doch eh immer älter. Warum lassen wir nicht den Kindern einfach mal ein bisschen Zeit? Es ist doch bekloppt. Ist es nicht bekloppt? Für jede Landebahnerweiterung, irgendein Lurch, der demnächst vielleicht irgendwie durch eine Autobahn verdrängt wird, gehen wir auf die Straße und demonstrieren. Wenn es aber um unsere Kinder geht, sagen wir, ich hatte es damals auch nicht einfach. Stell dich mal nicht so an. Ich meine, mir ist ja auch klar, Sie sind hier eigentlich nicht die richtigen Ansprechpartner. Ich meine, Sie haben wunderbar an der richtigen Stelle geklatscht, Sie sind Kabarettgänger, Sie sind, nein, das mache ich gar nicht böse, Sie sind ja die Intellektuellen. Sie sind die Schlauen. Ich meine, ich schätze mal, Ihre Kinder sind ja dementsprechend dann auch alle schlau. Sie haben ja wahrscheinlich alle hochbegabte Kinder, oder nicht? Na kommen Sie, ich hoffe nicht, dass Sie so einen Dummfick zu Hause haben. Nein, okay, wenn Sie so ein Ding haben, mein Tipp, Badewanne. Schön wegbarscheln, den Kleinen. Aber Sie müssen sich jetzt hier auch nicht aufregen, weil Sie haben ja ein schlaues Kind. Kommen Sie, wir nehmen mal Ihr schlaues Kind. Junge Mädchen, vollkommen egal. Junge. Ja, mein Gott, ich will nicht auf die 20% Gehalt verzichten. Also, wir nehmen hier einen schlauen Jungen. Weil er so schlau ist, schulen wir den mit 5 ein. Mit 5, okay? Wenn er richtig Gas gibt, kann er rein theoretisch mit 17 Abitur haben. Mit 17. Dann darf er studieren. Das Blöde ist halt nur, Sie können dann nicht alles studieren. Ne? Also manche Seminare, die gehen bis 24 Uhr, da dürfen Sie gar nicht mehr raus. Es gibt auch Fächer, die sind zu blutrünstig. Jura, Medizin, die sind erst ab 18. Die können Sie nicht studieren. Wenn Sie also was studieren wollen, können Sie nur sowas studieren wie, sagen wir mal, Häkeln. Ja, aber auch nur auf Lehramt, weil das andere ist zu gefährlich. Aber es kann ja sein, Sie sind ein Häkelfreak. Also schreiben Sie ein, Sie machen einen Bachelor in Häkeln. Da geben Sie richtig Vollgas. Nach 3 Jahren haben Sie Ihren Häkel-Bachelor. Da haben Sie gemerkt, boah, Häkeln ist echt mein Ding. Ich glaube, ich mache noch einen Master. Dann geben Sie da richtig Vollgas. Nach 2 Jahren haben Sie Ihren Häkel-Master. Rein theoretisch können Sie mit 22 akademisch vollends ausgebildet sein. Wenn Sie dann jetzt noch ein Logistikfreak sind, haben Sie bitte mit 18 Ihre Traumfrau kennengelernt, die haben Sie mit 19 geheiratet, mit 20 geschwängert, mit 21 war das Kind da und Sie bekommen ja durchschnittlich nur ein Kind in der Hochleistungsgesellschaft. Das heißt, Sie nehmen Ihr einziges Kind direkt aus den Schenkeln der Mutter, also wenn es ein Junge ist, wenn es ein Mädchen, also dann, ich bin Ihnen nur ehrlich gegenüber. Also Sie nehmen Ihren schlauen Jungen, packen den sofort in eine Kita, mit dem Türchen abgenabelt, in der Kita lernt er dann 4 Fremdsprachen, das heißt, mit 22 sind Sie auch mit der Familienplanung dann durch. Mit 22 sind Sie akademisch ausgebildet und Ihre Familienplanung ist beendet. Ab 22 können Sie also dem System da draußen perfekt zur Verfügung stehen. Das dann bitte bis 67. Hat uns Frau Merkel versprochen. Es geht nur bis 67. Versprochen. Gut, Herr Schäuble meinte schon am nächsten Tag, vielleicht aber auch bis 70.
oder wir passen das Ganze einfach an die Lebenserwartung an. Was heißt das denn? Das heißt dann, wir arbeiten so lange, bis wir nicht mehr können und einfach tot umfallen und uns dadurch rententechnisch nicht weiter auf der Tasche liegen? Es gab eine Expertenrunde auf NTV. Ich weiß, das ist eigentlich schon in sich widersprüchlich. Nein, die Panzerreportagen, die sind toll, aber der Rest nervt. In dieser Expertenrunde wurde das perfekte Renteneintrittsalter diskutiert. Und da gab es einen Hochschulprofessor, einen Gelehrten mit H, der hat tatsächlich behauptet, das perfekte Renteneintrittsalter liegt bei 78 Jahren. Hat er gesagt, ja, wissen was die Erklärung war? Der Mensch braucht die Herausforderung. Das Hirn, es muss gefordert werden, sonst verkümmert es. 78 wird jetzt schon gesagt. Wir sollen bis 78, durchschnittlich werden wir im Moment 80. Das heißt, 2 Jahre Rente sind dann vollkommen ausreichend für ein Leben lang buckeln und einzahlen. Und da draußen gibt es immer noch Arschlöcher mit einem Molotow-Cocktail, die vor einem Flüchtlingsheim stehen und sagen, da drin sitzt das Problem. Ich sage Ihnen eins, es gibt viel bessere Orte, die man anzünden kann. Achso, Entschuldigung, Moment. Hier muss ich kurz dazwischen gehen, nur dass Sie es wissen, das ist jetzt kein Aufruf zur Gewalt. Es handelt sich dabei um eine kabarettistische Metapher. Na kommen Sie, irgendwas stimmt doch nicht in unserer Gesellschaft. Oder wir leben in einem der sichersten Länder der Erde. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Deutschland ist auf Platz 4 der Länder mit dem höchsten Glücksfaktor. Das Ausland beneidet uns. Und wir sitzen zu Hause und sagen, Stau. Warum? Warum? Ich sag's Ihnen. Was ist der Unterschied zum Sklaventum? Es gibt keinen. Es gibt keinen. Nur die Ketten sind leiser geworden und wir legen sie uns selber an. Es ist die Möhre Geld, der wir alle hinterherjagen. Wir wollen alle den Porsche in der Garage stehen haben, weil er nur das Statussymbol ist, was anzeigt, ob sie es geschafft haben oder nicht. Was wir nicht kapieren ist, sobald wir den Porsche in der Garage stehen haben, haben wir keine Zeit mehr, um mit der Scheißkarre durch die Gegend zu fahren. Im Gegenteil, jetzt müssen wir für das Kackauto auch noch arbeiten, damit sie überhaupt die Reifen leisten können. Der Moment, in dem sie mit diesem Auto durch die Gegend fahren können, ist der Moment, in dem sie mit einem Herzinfarkt an der Stoßstange zusammenbrechen und ihre letzten Worte werden sein, hoffentlich ist vollgetankt. Wofür? Gucken Sie mal. Wir sind 80 Jahre auf diesem Planeten. Sie haben 80 Jahre lang Zeit, alles zu tun, jeden zu treffen, jeden zu lieben. Sie können jeden Beruf ausüben, überall hinreisen. Sie können machen, was immer Sie wollen. Wem wollen Sie dienen? Immer irgendwelchen Statussymbolen und Ideen anderer? Oder wollen Sie sich selber mal fragen, was will ich? Aber das machen wir nicht mehr. Diese Frage stellen wir uns nicht mehr. Im Gegenteil, wir lenken uns nur noch ab. Haben Sie da draußen mal einen Menschen gesehen, der einfach nur steht? Den gibt es nicht mehr. Sobald da draußen einer steht, zückt er sein Smartphone und twittert, Hilfe! Hör mal, ich stehe! Es bildet sich eine Facebook-Gruppe, die sagt, geh! LOL, Kniepseauge-Smiley, Hashtag walk. Wir kommen nicht mehr runter. Was ist die Krankheit unserer Hochleistungsgesellschaft? Die Krankheit, die fast jeden von uns ereilen wird. Was ist es? Burnout. Statistisch gesehen bekommt jeder Zweite in Deutschland einen Burnout. Wir können wieder durchgehen. Pass auf. 1, 2. Und ihr wart schon geschieden. Also. So. Und Sie sollten auch einen Burnout kriegen. Wenn Sie keinen Burnout kriegen, heißt das nur, Sie sind eine faule Sau. Wisst ihr, ich habe jetzt immer so eine Burnout-Paranoia. Ich denke jetzt immer, es müsste doch langsam mal losgehen. Neulich bin ich eingeschlafen. Wisst ihr was? Ich dachte schon, ey, cool, Burnout, war aber nur Schlaf. Oder hier, ich war auf einer Weinprobe eingeladen. Ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Da dachte ich auch, oh, jetzt muss aber vorsichtig sein, von wegen fehlender Grundlage. Da hatte ich aber Glück, weil bei der Weinprobe, da standen auf den Tischen so Käsewürfel. Ja, also habe ich erstmal von 7 Tischen die Käsewürfel weggefressen. Ja, pass auf, du, ich war danach 14 Tage nicht kacken. Ich sofort zum Arzt, habe gesagt, hör mal, ich habe Burnout. Meinte er, ne, ist Verstopfung. So, aber dann wollte ich mal wissen, was ist denn Burnout eigentlich? Alle reden immer über Burnout, aber was ist das? Und dann habe ich ihn gefragt und dann hat er es mir erklärt. Und das war interessant. Die Definition für Burnout lautet wie folgt. Burnout ist der Endzustand einer Entwicklungslinie. Ja, also wir fangen alle irgendwas mit euphorischer Begeisterung an, aber frustrierende Erlebnisse führen uns dann hin in die Desillusion und Apathie. Und das ist die perfekte Beschreibung für unsere Leben.
Als Kind sagen wir, boah, wie geil ist das denn? Spätestens ab der Schule merken wir aber, nee. Und bevor wir dann als Erwachsene diesen Gedanken überhaupt entwickeln, hey, man könnte ja auch vielleicht was verändern, versinken wir in der Apathie und sagen, ah, egal, sollen es andere halt ändern. Im Grunde genommen ein perfekter Geisteszustand. Wenn Sie so drauf sind, gepaart mit der Angst vor Terroristen, sind Sie als Masse sehr leicht beherrschbar. Das Problem ist halt nur, wir haben uns für den Kapitalismus entschieden. Wir sind eine Konsumgesellschaft und wenn Sie schlecht drauf sind, dann gehen Sie nicht richtig einkaufen. Oh, das ist kacke, da müssen wir was machen. Was können wir machen? Genau, wir müssen Sie medikamentös einstellen. Also, sollten Sie Burnout-Patient sein, bekommen Sie dasselbe wie ein Depressiver. Sie bekommen ein Antidepressivum. Sie sind zwar immer noch schlecht drauf, lächeln aber wieder beim Einkaufen. Das ist gut, wunderbar, so kannst du machen. Noch besser, Burnout wird von den meisten Krankenkassen noch immer nicht als Krankheit anerkannt. Da ist Burnout dann vielleicht nur ein Problem. Und für Probleme muss die Kasse nicht zahlen. Das heißt, Sie zahlen selber. Ratsching, sagt da die Pharmaindustrie. Dann wollte ich mal wissen, okay, was ist denn schon in so einem Antidepressivum drin? Ja, also mich hat das Rezept interessiert, weil ich dachte, vielleicht kannst du sie auch selber zurechtmörsern. Also, immer wenn ich eine Frage zu Rezepten habe, gehe ich zu meiner Oma. Weil meine Oma ist medikamentös perfekt eingestellt. Die hat alles. Wirklich alles. Also manchmal rufen die Apotheken bei uns an. So ist sie eingestellt. Das ist auch für mich ideal. Wissen Sie, wenn ich mal nichts zu kiffen habe, gehe ich zu ihr hin, nehme das weg, ja, und probiere es dann aus. Ich stelle ihr dann immer eine Packung Tic Tac dahin. Das wirkt zwar nicht, aber sie riecht mal wieder gut aus dem Mund. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? So als Tipp fürs Generationenwohnen. Also, ich mir ihr Antidepressivum geschnappt und dann habe ich mir mal den Beipackzettel durchgelesen und da bin ich stutzig geworden. Wissen Sie, was die häufigste Nebenwirkung von Antidepressiva ist? Noch besser. Suizid. Selbstmord, wirklich wahr. Vorher waren sie nur schlecht drauf. Sie schmeißen die Tablette ein und denken sich, hör mal, ich könnte mich auch umbringen. Zweithäufigste Nebenwirkung, Gewichtszunahme. Sie sind jetzt gut drauf, sehen aber aus wie ein Elefant. Naja, ist ja auch kacke fürs Kettenkarussell, aber okay, aber okay. Dritthäufigste Nebenwirkung, Schlafmangel. Ja, Sie sind gut drauf, sitzen aber um 3 Uhr morgens im Bett und denken sich, wen könnte ich mal anrufen? Wenn Sie schlafen wollen, brauchen Sie eine Schlaftablette. Die müssen Sie sich wieder kaufen. Ratsching, sagt da die Pharmaindustrie. Wissen Sie, was die häufigste Nebenwirkung von Schlaftabletten ist? Schlafstörungen. Und wissen Sie, wozu Schlafstörungen führen? Depressionen. Ist es nicht schön, wenn sich der Kreis schließt? Wisst ihr was, ich habe jetzt wieder angefangen, Käse zu fressen. Ja, bis mir schlecht ist. Ich rolle mich dann auf den Rücken, stiere an die Decke und das Einzige, woran ich denke, ist Käse. Und ich glaube, dahin sollten wir alle mal zurück. Langweilen Sie sich. Das ist in Ordnung. Das ist sogar wichtig. Erst wenn Sie sich langweilen, verschaltet sich da oben was neu. Dann werden Sie erst kreativ. Wisst ihr was, wenn Sie nachher nach Hause kommen, nehmen Sie einfach mal ein Schemelchen, setzen Sie sich zu Hause vor die Raufasertapete und dann fangen Sie mal an, die Knüttel zu zählen. Ja, machen Sie den Raum fertig. Sie können auch einen Bleistift nehmen und die Dinge abhaken. Machen Sie den Raum fertig, radieren Sie den aus und fangen Sie vorne nochmal an. Kommen Sie mal runter. 80 Jahre haben Sie Zeit, alles zu tun. Sie können machen, was immer Sie wollen. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, schauen Sie zu Hause mal in den Spiegel. Dann werden Sie teilweise feststellen, von den 80 Jahren sind gar nicht mehr so viele übrig. Ja, wissen Sie, kennen Sie den Film Man in Black? Das ist ein Science-Fiction-Film. Da gab es ein Gerät, das hieß das Blitzdingsgerät. Sah ein bisschen aus wie eine elektrische Zahnbürste, wenn man ehrlich ist. Das war so ein verchromter Stab, wenn sie oben drauf gedrückt haben, schoss ein Lichtstrahl daraus hervor und sie wurden genullt. Ihr Hirn wurde formatiert, sie wurden zurückgestellt auf Werkseinstellung. Das Ding, das müsste man mal haben, oder? Dass man sich blitzdingsen könnte. Das wäre ideal. Guck mal, man könnte einen Hells Angels nehmen, ja? Den würden sie blitzdingsen und dann schicken sie den mal schön bei den Bandidos ins Clubhaus. Okay? Die wären aber auch geblitzdingst. Alle wären geblitzdingst. Was würde passieren? Nix. Hör mal, die würden ziemlich schnell feststellen, dass sie die gleichen Interessen haben. Ja? Dann bestellen sie sich einen Pilz, setzen sich auf den Mofa und fahren in den Sonnenuntergang. Alles wäre cool. Ja, auch für den privaten Gebrauch. Ja, sie wachen morgens meistens auf, denken sich, boah, die Olle schon wieder. Ja? Blitzdingsen und sie denken, wow,
Eine Frau. Wie habe ich das denn gemacht? Ja, und dann gehen sie vielleicht mal los, kaufen mir endlich mal wieder ein paar Blümchen und machen mal Frühstück. Gut, wenn die Frau pfiffig ist, ja, und die meisten Frauen sind sehr viel pfiffiger als wir Männer, dann hat die sich natürlich auch geblitzdingst. Ne, dann wird sie in der Nacht festgestellt haben, oh, was ist das denn für ein Fehler? Boah, der kocht aber auch nicht auf allen Platten. Ja, da hat sie die Koffer gepackt und ist abgehauen. Blitzdingsen. Wissen was, sie könnten sogar einen Schwarzen nehmen. Den würden sie blitzdingsen und dann fahren sie mit dem mal nach Brandenburg, ja? Und gehen dann da in so ein Restaurant, zum Braunen Rüpel oder wie die Dinger heißen. Ja, wo gerade so eine Nazi-Convention tagt, so eine Reichsbürgermesse. Und die würden sie auch blitzdingsen. Die Neonazis blitzdingsen Hirn komplett leer. Wobei das doppelt gemoppelt. Aber ist egal, Sie wissen, was ich meine. Sie wissen, was ich meine, ja? Alle wären geblitzdingst. Was würde passieren? Nix. Okay, vielleicht ein paar dumme Sprüche, ja? Vielleicht sagen die Nazis zu dem Schwarzen sowas wie, für ein Solarium bist du aber keine Zielgruppe. Ja? Und vielleicht sagt der Schwarze zu den Nazis sowas wie, ja, aber für eine Chemotruppe seid ihr ganz schön fett, Jungs. Krasse Sprüche, gebe ich zu, ja? Aber alle bestellen sich einen Pilz, ist ein cooler Abend. Blitzdingsen, das wär's. Dann würden sie vielleicht auch mal die Qualitäten ihres WG-Mitbewohners oder ihres Nachbarn wieder erkennen. Blitzdingsen. Wissen Sie, was das Schöne ist? Wir brauchen das Gerät eigentlich gar nicht. Wir brauchen es nicht. Sie können jeden Morgen aufstehen und sich selbst sagen, ich fühle mich jetzt geblitzdingst. Und dann gehen Sie raus und geben jedem Menschen erstmal die Chance, Arschloch oder nicht Arschloch zu sein. Wir könnten auch jetzt, jetzt in diesem Moment, hier drin, in dieser kleinen Saunalandschaft des Frohsinns, können wir uns doch einfach auch mal sagen, komm, wir fühlen uns jetzt hier drin geblitzdingst. Und dann probieren Sie es gleich da draußen aus. Wenn Sie gleich da draußen jemanden treffen, also jenseits unserer Gruppe hier drin, sagen Sie mal, hallo, ne? Oder wie geht's? Oder wenn Sie hardcore drauf sind, gehen Sie mal hin und sagen, hey, sollen wir nicht mal was zusammen machen? Klar kriegt der andere Schiss und läuft weg. Ja, mein Gott, dann rennen Sie halt schneller. Ja, tun Sie sich in Gruppen zusammen, halten Sie ihn fest. Liebe tut auch manchmal weh. Und egal wer es ist, selbst wenn es ein Salafist ist oder Neonazi, ziehen Sie es durch. Weil vielleicht ist genau das der Moment, in dem er realisiert, ach guck mal, ich habe hier noch eine Chance. Und ich nehme mich da nicht aus. Sehr nett, danke. Manche kommen zu früh. Ich nehme mich da nicht aus. Ich fühle mich jetzt genauso geblitzdingst. Ja, und wahrscheinlich werde ich jetzt direkt hier nach dieser Veranstaltung zu meiner Frau gehen und quasi nochmal um ihre Hand anhalten. Ja, dann werden wir uns auf unsere führerlosen Fahrräder schwingen, durch die Nacht gleiten. Irgendwann, wenn wir total kaputt sind, kommen wir nach Hause, setzen uns auf unser Sofa, jeder in seine Mulde und dann machen wir den Tatort an. Und ich glaube, irgendwann, wenn sie mal unaufmerksam ist, werde ich heimlich hinter ihrem Rücken mein Smartphone hervorziehen und dann als Überraschung für sie ein Wochenende im Romantikhotel buchen. Romantikhotel, kennen Sie? Nicht? Ja, die sind immer ein bisschen plüschig, bisschen kitschig, eigentlich wie ein Puff, nur ohne die Flecken, aber vor Liebe und Optimismus gehen Sie zurück auf Anfang. Dankeschön! Herzlichen Dank, Berlin! Dankeschön.